In diesem Tutorial sehen wir, wie wir SQLite anbinden am Android. Wir müssen ein neues Projekt erstellen, eine Hilfsklasse erzeugen, wo die Datenbankzugriffsmethoden drin sind. In dieser Hilfsklasse ist auch eine innere Klasse genannt OpenHelper oder Öffnungshelfer. Dann erzeugen wir die Aktivitätsklasse, die dann die Datenbank ausliest. Ich probiere hier den OpenHelper aus einem anderen Projekt. Jetzt mache ich da File New Android Project und ich nehme da gerade Android 3.1, den Anwendungsname Datenbank Tutorial Package Name CHGEO Datenbank Projektname DB Tutorial. Da müssen wir runterscrollen. MinSDK-Version müssen wir noch eingeben. Oh, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich gebe hier mal 3. Nein, es ist die Aktivität. So heißt die Klasse. Bei der MinSDK-Version bin ich nicht ganz sicher. Da muss ich dann schauen. So. Und DB Tutorial. SRC, Datenbank, Aktivität, Java. Das ist alles, was bis jetzt erzeugt wurde. Also nur die Hauptactivity. Jetzt muss ich die Hilfsklasse erzeugen. New Class. Und ich nenne sie Hilfsklasse, DB Hilfsklasse, öffentlich, ja, da können wir Finish machen, so, Public Class, DB Hilfsklasse. Jetzt kopiere ich die Daten hier rüber, die ich von einer früheren Version habe. Ich publiziere diese Daten auch im YouTube. Control Find. Wow. Das hier. Eigentlich sollte das jetzt stimmen. Das muss ich natürlich noch löschen. So, die Importe. Erkläre ich, wie diese Hilfsklasse gestaltet ist. Diese Hilfsklasse übernimmt den Datenbankzugriff. Datenbankname, zum Beispiel Muster DB, Datenbank Database Version 1 und Tabellenname, da sagen wir Tabelle. Dann das lassen wir alles. Hier ein Insert Statement, also um etwas einzufügen. Dann der OpenHelper. Der OpenHelper, das ist eine innere Klasse. Das können wir alles stehen lassen. Einen Moment. Das ist jetzt natürlich nicht Data Helper, sondern der heißt jetzt DB Hilfsklasse, also der Konstruktor. So.
Moment, hier ist die innere Klasse Open Helper. Jetzt muss ich schauen, ob ich da nicht einen Fehler gemacht habe. Data Helper. Open Helper, nein. Das ist wirklich der Konstruktor von DB Hilfsklasse. So. Gut, damit wäre das fertig. Hier ist noch der Open Helper als Member-Klasse, also als innere statische Klasse. Extends SQL Light Open Helper. Und hier werden die Datenbankname und die Datenbankversion eingefügt. Mit onCreate wird die Tabelle erzeugt. Wir haben hier also nur eine ID als Primärschlüssel und das Feld Name. On upgrade hier kann man wahrscheinlich irgendwie die Datenbank upgraden. Gut, so, das speichern. Eigentlich müsste jetzt alles schon kompilierbar sein. Es wird natürlich noch nichts erscheinen. Es ist eine Android Application. Der Emulator wird gestartet. Das ist das Resultat. Also hier mal der Titel, dann Namen in der Datenbank und da haben wir die beiden Datenbankzeilen drin. Nochmals die Zusammenfassung. Ich habe hier das Projekt DB Tutorial. Da nochmal einmal das DB Tutorial. Ich habe die DB Hilfsklasse Java. Hier in dieser Hilfsklasse habe ich den Datenbanknamen drin, die Datenbankversion und der Tabellenname, heißt jetzt nur noch T, habe ich aus Versehen gelöscht, aber jetzt hier gleich. Dann den Kontext, die SQLite-Datenbank und hier das Insert-Statement. Dann die DB-Hilfsklasse, den Konstruktor. Hier die Instanzierung des Open Helpers. Dieser Open Helper ist hier eine innere Klasse. Der Open Helper, also das könnte man auch auf Deutsch nennen, Öffnungshelfer. Vielleicht wäre das fast noch besser. Machen wir das Deutsch Öffnungshelfer oder öffnen.
So, das sollte gehen. Da haben wir das auch auf Deutsch, um einfach zu sehen, welches die eigendeklarierten Objekte sind. So, lassen wir das nochmals rauschen. Vielleicht da noch einen anderen Namen. Tab 1. Und wir hier, dass wir das sehen, ändern wir die Namen noch ein bisschen. So. Und jetzt lassen wir das wieder rauschen. Schauen wir, ob wir da irgendeinen Fehler haben. Nee. Komisch. Muss ich da. Da muss ich ja auf die gleiche Datenbank zu, auf die gleiche Tabelle zugreifen. Jetzt geht es wieder. Komisch. Kann das sein, dass es, wenn ich da T1 mache? Ich ändere da nochmals die Namen, dass wir sehen, dass wir richtig zugreifen. So. Ups. Jetzt haben wir einen anderen Tabellennamen.